Nice. Oh, da war immer noch eine drin. Entschuldigung, wir wollten dich nicht stören. Passt dir sehr gut, das Teil. Siehst sehr sexy aus. Die war die nicht vorher gerade... Ein... grauen Rock, ich weiß ja nicht. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ich freue mich schon drauf, wenn die endlich die NPCs hier implementieren. Mhm. Stimmt, und weil sie die neuen Straßen, die neuen Cities haben, die sie reinbauen wollen, die zwei. Weil in dieser sind wir jetzt schon ziemlich fortgeschritten, finde ich. Da kennen wir schon so einige Sachen. Sicher, dass also, du ganz... Die ein oder andere Ecke haben wir schon mal besucht. So die Rennstrecke zum Beispiel noch nicht. Ich habe schon mal Schrotpatronen. Und die Mall, die da oben ist, das ist noch ein Riesenstück, was wir da haben. Aber ansonsten sind wir da eigentlich relativ durch. Und die andere Map schauen wir uns gerade im Singleplayer an. Also die kennen wir eigentlich schon ganz gut. Werden wir bei Zeit, denke ich, dann aber auch mal in einer Season rannehmen. Mhm, ja. Da hätte ich auch Bock, dass wir die zu zweit durchgehen. So. Ja, stimmt. Aber ansonsten wäre es schon geil, wenn wieder neue Maps kommen. Gerade irgendwas, keine Ahnung, was, es gibt ja noch so viele Möglichkeiten, Vergnügungspark oder irgend sowas. Ja, es gibt ja auch von der Community erstellte Maps, soweit ich das weiß. Ein Feuerwehrgebäude oder irgend sowas. Und was sind da für welche? Das weiß ich allerdings nicht. Ich habe nur gehört oder gelesen, dass es halt von der Community aus auch solche erstellten Inhalte gibt. Wie zum Beispiel der Mod mit den Wechsel der Jahreszeiten und so weiter, was sie ja implementieren wollen. Das ist zum Beispiel eine Mod von der Community gewesen. Was sie auch machen wollen ist, ja genau, das habe ich mal gesehen, diese Vegetation, die dann irgendwann überhand nimmt, dass dann viel mehr quasi verwildert, dass richtig, die Straßen richtig verwildern, dass Häuser einbrechen können zum Beispiel. Was ich auch extrem gut finde. Ja, wenn es nicht zu extrem ist. So unsere Schule auf einmal wegbröckelt, ist das schon Kacke. Wenn du die Möglichkeit hast, dagegen anzuarbeiten, indem du halt, keine Ahnung, so geklemmt arbeiten machst. Oh, bin ich sehe dich gerade. Kenny, ja. Nicht schrecken. Ich habe dich gerade an dem Haus gesehen unten. Hier war aber nichts weiter drin. Ich weiß nicht, brauchst du eine Axt? Nee, ne? Kannst du mal mitnehmen, wenn wir Ersatz brauchen. Gerade wenn es so Millionen Zombies gibt. Warum soll ich das denn alles tragen? Trag das doch selber, wenn das deine Waffen sind. Ich hab Fishing Tackle mit und Fishing Rod. Toll. Wo war deine Axt? Ich beschütze dich. Ach, keine Ahnung, die war überall. Okay. Hier war ich noch nicht zum Loot. Die war überall. Vielleicht hat hier noch einer was dabei. Sonst in dem Haus, wo ich gerade drin war, lag oben ein, ne, in einem Zombie. Okay. Ich werde da noch reinschauen ins Haus. Was auch neu ist, ist, dass Fenster permalocken können. Sprich, dass die dann gar nicht mehr aufgehen, wenn sie nach einer gewissen Zeit am Anfang nicht aufgehen. Ja. Also wenn sie nicht zu öffnen sind, wenn er nach einer Zeit einmal abbricht, dann ist das Ding wirklich zu. Dann musst du entweder einschlagen oder zu sehen, dass du anders in das Haus kommst. Hm. Oh, hier ist schon wieder ein Zombie. Sie werden teilweise auch schneller, wenn sie dich entdecken, ne? Ja. Kommt auf Zombie drauf an. Es gibt verschiedene, die machen das, die werden schneller und andere nicht. Ja. Hier unten noch der Pfad der Verwüstung. Also ja, finde ich, ja, irgendwie geht so die Neuerung. Hast du geschossen? Nö. Hast du die Klospülung benutzt? Dosensuppe, Erdnussbutter, Streichhölzer, das nehme ich noch alles mit. Streichhölzer haben wir auch jetzt Millionen. Auch wo ich noch nicht drin war. Mhm. Sind wir dann schnell gelaufen, weil wir unbedingt zur Kirche wollten. Ja, wahrscheinlich. Die Mega-Kirche. Dieser super tollen Kirche. Kirche. Du Kirche. Kirche, schwör, Alter. Bisschen Thunfisch. Fertig, Popcorn. Nudelholz. Die ist ja pfundig. Schlaftablette. Ah, ich hab den Kenny dabei. Nicht lustig, Volvo, nicht lustig. Wow! Kerze, wäre auch interessant, ob die schon eine Funktion hat. Ob die als Leiter dient. Müsste eigentlich. Das ist eigentlich ein nettes Häuschen hier. So generell. Hat nämlich einen umzäunten Rasen. Sprich, da kann man dann Sachen anpflanzen und ist so ein bisschen safe.
Ja, gerade für den Anfang wahrscheinlich ganz gut gewesen. Aber jetzt haben wir hier unsere Mega-Schule, Würde man sagen. die von allen Seiten umzäunt ist. Jetzt ist das ja nicht mehr so dringend notwendig. Genau. Ich bin die Straße einfach jetzt weiter runtergelaufen. Du auch? Ja. Ah, ich sehe dich gerade. Warte. Ich war noch in dem Haus, an dem du gerade vorbeigelaufen bist. Okay. So, hier, das auch noch gehen an der Kreuzung, oder? Oh, Regnet's? da es jetzt anfängt zu regnen. Ja, schauen wir da. Waren wir da schon drinnen? Sieht so kaputt aus, die Fenster. Oh, aber der Zombie sagt nein. Respawn. Antidepressiva! Meine Welt ist gerettet. Die Türen sind offen, also ich schätze mal, dass wir da schon waren. Wobei da? Achso, die Umkleiden, geil! Oh, Nice! da war immer noch eine Oh. drin. Entschuldigung, wir wollten dich nicht stören. Passt dir sehr gut, das Teil. Siehst sehr sexy aus. War Die die nicht lila vorher Hose zu gerade dem ein. grauen Rock, ich weiß ja nicht. Die sieht gerade so männlich aus, wie sie da liegt. Sieht Ist halt ein nicht. Zombie. Ja, aber schau dir das an, die sollten einen Rock anhaben. Ach so, gut, das sind die Beine. Ja, Gut. oh, also der Rock wird nicht dargestellt. Ich habe vorhin mal meinem Typen Rock angezogen, hat auch nicht geklappt. Ist auch besser so, dass ein Mann keinen Gott. Rock tragen kann. Ich hab schon wieder Hunger. Öffne Dose. Oh, das ist da noch ziemlich verwinkelt alles. Da geht's noch weiter. Die Mini-Abstellkammern da. Da Jetzt muss sind ich wir wieder an hier. das letzte Mal denken, als wir in so einem verwinkelten kleinen Ding waren, wo du dann draufgegangen bist. Nur einmal hier durchgeflohen oder was? Einmal so kurz reingeguckt und dann wieder abgehauen. Hier geht Vielleicht. es sogar hoch. Echt? Okay. Wollen wir Ja, ich. zusammenbleiben oder jeder für sich? Weiß nicht, wo bist denn Nach unten gelaufen. du? Ah, ich hab dich. Okay. Hab dich. Was nagst? Hast du geschossen? Nee. Bist du Was hast du paranoia? gekillt? Ja, ich weiß ja nicht, weil du die gekillt hast. Und bei mir hast du noch die Shotgun in der Hand. Echt? Okay. Nee. Streichhölzer, was haben wir da? Nichts Spannendes. Lass mal hier hochgehen, ne? Wat, wat, da geht's noch rein? Es ist ja ganz schön breit gefächert. Nice. Sieht ja Was für ein cool aus. Friseurstudio, wa? Tabby wieder raus. Nägel? Lass mich raus hier. Ja, nimm mit. Hier ist eine Schere drin. Boah, schaut doch so nice aus da draußen. Komm mal raus. Wo bist denn du? Da. Hinter dir. Mit dem kleinen Pflänzchen und sowas. Das sieht echt cool aus. Und dem Mülleimer, also die Postdingsbums da. So Wo ein Monster Nägel Nägel. drinnen sind. Ja. So ein Regal mit. Oh, Alter, wir müssen hier echt nochmal zurück zur Schule, ey. Nägel, Draht ist hier drin, Scotch Tape ist hier drin. Gehst du drauf, Zombie? Dankeschön. Nochmal eine Box of Nails, also wenn wir was haben, dann Nägel. Wenn wir es können, dann Nägeln, nageln. Nägel, nageln. Soll ich die Schere auch mitnehmen? Badetuch, das. Ja, nimm mit. Badetuch ist praktisch. Sich Oh, abtrocknen. Jung. Zombie, Zombie hinter dir, Wow. Zombie hinter dir. Hui. Wie die quietscht, ey. Mülleimer, Belag, Rasierer, zweimal Reinigungsmittel und Zahnpasta. Wie sieht's mit deinem Wasser aus? Fühl dich nach. Guter Plan. Sollen wir noch was haben? Ich würde sagen, lass mal nach oben gehen, wa? Da sind noch zwei verschlossene Türen. Wenn ich was nicht mag, sind das zwei verschlossene Türen. Ja, schauen wir noch rein, oder? Da unten. Haben wir jetzt unten Nein! alles? Oh, bad! Ja, Alter. strategisch und sowas? Nein. Nein. Nein und so. Bleibt Papier. Also abzugreifen gibt es hier, glaube ich, jetzt hinter der Theke. Meistens haben die noch Waffen, aber. Eine Einzige Mikrowelle, Waffe. schade, dass der Strom weg ist. Schrotpatronen hier. Sonst Bei hätte der wo? Kenny schon seinen Spaß. Ja, hole ich gleich. Nicht wahr, Kenny? Was denn? Kennst du dich aus bei Mikrowellen? Hä? Da bist du der Pro.
Wenigstens ich etwas. Ich hab einmal Popcorn verkackt. Hier ist eine CD drin. Nicht mit. Was soll ich denn mit einer CD? Das ist genauso überflüssig wie dein verdammtes Jojo, ey. Das Jojo ist gut. Hast du was gegen mein Jojo, oder was? Hast du schon mal einen Zombie mit einem Jojo getötet? Voll Manga. Das kommt noch. Na, wow. Weil, wo, da, der Kühlschrank ist leer. Wo bist du? Noch da. Oh! Wo bist du denn? Ich kann nicht runtergelaufen. Alter, hui, hui, ah, hui, hui. Mann, bist du schon aus dem Büro rausgelaufen? Ich bin dieses Steh-auf-Dings. Wie heißt das? Wo man immer auf dem Loch hauen muss und dann wer rauskommt und haut den Lukas oder sowas. Ja. Beta-Blocker? Lass hochgehen. Warte mal, da waren wir noch nicht. In diesem verdammt engen Gang. Gehst du jetzt rauf oder was? Nein, hier sind noch Spinte. Das war's dann hier. Wow, 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 Kenny, oh Gott! Ja, bei mir lenkt das voll, oh Gott, Alter. Ich kann gar nichts machen. Zurücklaufen? Ey. Okay. Crawler, nascht an dir. Batch. Hui! Sind jetzt tot? Jetzt. Ho! Ist der gerade wieder aufgestanden? Nein, das ist ein Dritter. Die kommen ja alle aus dem Raum raus. Huiuiuiuiui. Weil das ist hier echt schweinedunkel. Und schweinegefährlich. Oh, Zombies? Welche Überraschung. Okay, das sieht aus wie irgendeine Praxis. Oh, ja. Hier sind richtig viele Medikamente. Okay. Komm raus, du Kackzombie. Hat sich versteckt da. Medikamente, okay. Klingt gut. Oh, ja. Krass. Alter Schwede. Damit können wir unsere Hausapotheke gleich auffüllen gehen. Ich packe einfach mal alles ein. Mhm. Pflaster gegen Zombiebiss. Mit Blümchen drauf, hoffentlich. Vitamine. Hier im Nebenraum war auch noch so ein Behandlungszimmer. Mhm. Mit schön vielen Sachen. Brauchst du aber nicht alle einzelnen anklicken, kannst doch auf alles nehmen klicken. Ja, aber dann packt du das in mein normales Inventar. Nee. Nicht, wenn du einen Rucksack auswählst und auf alles nehmen klickst. Noob. Kennt sich gar nicht aus. Alles notiert. Naja, wie dem auch sei, war wohl Folge vorbei. Was? Echt schon? Ah. Ja. Wir sind richtig weit gekommen, also unser Ziel Rennstrecke. Wie hast du beim letzten Mal gesagt, man nimmt sich ja nur Sachen vor, einfach so fürs Gewissen. Ja. Ja, genau, sperr mich aus! Hui! Rotflinte, hä? Huh? Wie wär's? Das muss bleiben, ey. Wow. Wow! Was seid ihr denn so schnell? Hui. Boah, das ist wieder ein schönes Massakerchen. Vitamine. Beta-Blocker. Lass sie mal reingehen, ich konnte gerade da ist ein Schild. Das ist echt verbuggt. 8 von 16 und ich sollte 18 von 16 und eigentlich sollte ich 22 nehmen können. Sind hier beim Zahnarzt drin? Hier ist ein Zahnarzt. Okay. Gut. Na gut, wir machen hier mal eben den Cut, liebe Leute. Ja, die Bohrung geht beim nächsten Mal weiter. Auf jeden Fall Zahnfleischwurzelbehandlung. In der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Sie kommen. Dann noch die Zombie-Fuckers. Oh Gott. Okay, entsorgt. Dankeschön. Tschüss. Ciao.